Hallo zusammen, ich hatte hier einen Fall und zwar die Batterie, die Aufbaubatterie, die er frisch eingebaut hat, ist immer entladen. Dann sage ich, ja, ob er ein Trennrelais drin hat und Ladebooster und so weiter. Und er hat einen Ladebooster. Ja gut, dann geht der nicht oder bringt die Ladung. Doch, der funktioniert. Und das ist sein Ladebooster. Das ist kein Ladebooster. Ich erzähle euch nachher, was ein Ladebooster ist. Mit dem Teil, das ist irgendwie ein Überbrückungskabel für ein Auto, kann ich in einem Auto einstecken und beim anderen Auto einstecken. Und hier steht dann totes Auto, to dead car. Also wenn ich von meinem Auto Strom nehmen will, also von der Fahrzeugbatterie, von der Motorenbatterie auf diese Batterie hier, auf die zu ladende Batterie, dann sehen wir, was passiert. Ich habe hier ein Ampermeter. Ich habe hier das Ampermeter und wenn ich da unten jetzt einstecke, dann sehen wir den Strom. Da geht Strom von einem Ampere in diese zweite Batterie. Und wir sehen auch hier auf der Batterie die Spannung. Das heißt, jetzt habe ich wieder ausgesteckt und die Batterie hat jetzt 12,3 Volt, Tendenz sinkend. Und wenn ich das Teil hier unten wieder einstecke, dann geht hier die Batteriespannung hoch. Also mit diesem Teil geht der Strom nicht von hier rein, von der Fahrzeugbatterie nicht in die Aufbaubatterie, sondern umgekehrt. Und wenn ich dann das mir anschaue, dass da ein Ampere fließt und ich muss mein Auto starten können, also das Ding könnt ihr vergessen. Von der Batterie in die Batterie hier Strom zu transportieren, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe ein Trennrelais oder ich habe einen Ladebooster. Ein Ladebooster macht einfach von der tieferen zum höheren Niveau. Normalerweise fließt Strom immer vom höheren zum tieferen Niveau. Aus diesem Grund, weil wir hier die höhere Spannung haben, fließt der Strom jetzt hier über das Ding zurück. Aber wenn ich vom tieferen Niveau aufs höhere Niveau Strom transportieren will, brauche ich einen Ladebooster. Hier zum Beispiel ein Schautladebooster oder hier ein kleinerer 20 Ampere Ladebooster von WCS. Mit diesen beiden Geräten kann ich vom tieferen zum höheren Niveau Strom transportieren. Für das brauche ich einen Ladebooster. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, ich habe hier so ein Trennrelais. Das ist auch okay. Das muss ich dann an der Lichtmaschine anschließen. Das ist so ein fettes Relais. Sobald die Lichtmaschine läuft, geht die Spannung hoch, bei alten Fahrzeugen, bei neuen nicht mehr, geht die Spannung hoch, dann habe ich hier 14 Volt und der Strom fließt vom höheren 14 Volt von der Lichtmaschine in diese Batterie. Sobald der Motor ausgeht, schaltet das Ding ab und es fließt kein Strom mehr zwischen dir und der Batterie. Es gibt noch sogenannte spannungsgesteuerten oder sowas hier, spannungsgesteuerte Trennrelais. Die funktionieren fast gleich wie das normale Trennrelais. Sobald ich hier eine höhere Spannung habe, ich habe ein altes Fahrzeug, 6 Jahre oder älter, dann geht das. Das heißt, sobald ich eine höhere Spannung habe, machen die auf. Der Strom kann von hier in diese Batterie fließen, die Aufbaubatterie. Und diese Aufbaubatterie wird während der Fahrt geladen. Sobald der Motor ausgeht,
sackt die Spannung zusammen, sobald ich hier dann, die Batterie wird noch geladen, sobald ich hier belaste oder hier ein bisschen Strom rausziehe, gehen diese zwei Relais zu, Punkt. Hab ich aber ein modernes Fahrzeug mit Euro 6 Motor, da habe ich eine kontrollierte, energieoptimierte Kennlinie und so ein Scheiß, aber es ist so, die Spannung geht runter, Spannung geht drauf und diese Batterie wird nicht mehr voll geladen, sondern optimal. Wenn ich dann bremse beim Fahrzeug, dann fängt er an zu laden, weil ich kann ja dann mit der Lichtmaschine das Auto abbremsen und optimiere meine Bremsenergie in die Batterie rein. Aber wenn ich so eine Spannung habe, kann ich mit diesen Teilen hier und auch dem Trennrelais nicht arbeiten. Ich brauche für diese Zwecke einen Ladebooster. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Ladebooster auf dem Markt. Wir verbauen Schaut und wir verbauen WCS. Wir verbauen nicht so viel, aber das ist das, was wir momentan einbauen. Aber solch ein Ladebooster hier, ja sorry, das ist schade fürs Geld. Obwohl das Ding wahrscheinlich nicht viel kostet. Aber mit dem Teil kann ich keine Batterie vom... Da kann ich auch einen Draht besorgen. Aber einen richtigen. Ich mache euch unten einen Link über, wie dick muss der Draht sein, bei welchen Ampere. Also bei einem Ampere reicht das Kabel. Ich weiß gar nicht, wie lang das ist. Das ist hier ziehe ich 20 Ampere. Da empfehle ich ein 6 Quadrat Kabel. Oder und hier... Ja, jetzt mal ein 25 Quadrat Kabel wäre gut, ein 16er, je nach Einstellung, reicht auch. Aber dieses, ich bezweifle, ob das ein 1 Quadrat Kabel ist. Damit kann ich nicht eine zweite Batterie laden. Die Idee ist topper, Geld gespart. Ich habe es in die Tonne geworfen. Ich habe es jetzt wieder rausgenommen für das Video. Ich schmeiße es wieder in die Tonne, weil das Teil könnt ihr nicht gebrauchen. Also wenn ihr einen neuen Motor habt, Ladebooster, wenn ihr ein altes Fahrzeug habt mit der stabilen Kennlinie oben dran, dann reicht ein Trennrelais, dann könnt ihr mit dem Trennrelais die zweite Batterie laden. Ich verlinke euch das unten drin, ich verlinke euch den Link auf unsere Batterien. Hier mache ich noch ein Video auf die Playliste von den Batterien. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.